ihre Finalgegnerin ist. In dem Spiel von Conchita Martinez aus Spanien, hier an Nummer 2 gesetzt, gegen Magdalena Maleeva aus Bulgarien. Das könnte eine ziemlich brisante Partie werden, wenn beide noch ganz fit wären. Aber die Magdalena Maleeva, die musste gestern die Nummer 8 der Weltrangliste ziemlich lang noch spielen, bis weit nach 20 Uhr. Es könnte sein, dass die vielleicht ein bisschen müde ist. Und auf der anderen Seite steht eine Conchita Martinez. Die ist im Augenblick absolut fit, trainiert auch fleißig. Das war nicht immer so bei ihr. Erik van Harten, ihr ehemaliger Trainer, hat das immer angemahnt. Jetzt hat sie einen neuen, Carlos Kirmayr. Und mit dem stand sie heute schon gleich auf dem Center Court und hat sich so richtig fleißig warm gespielt. Alles Weitere von meinem Kollegen Matthias Kammann. Nirgendwo sonst am Roten Baum ist der Kontakt zwischen der Spielerin und ihrem Clan, zu dem auch Gigi Fernandez gehört, so intensiv wie bei Conchita Martinez. Wenn die 23-jährige Spanierin auf dem Platz steht, wird sie vor allem von ihrem Coach Carlos Kirmayr kritisch beobachtet. Der ständige Blickkontakt zwischen Martinez und Kirmayr ist aber hauptsächlich eine psychologische Stütze. There's not really space for coaching. Während des Spiels gibt es keinen Platz fürs Coaching. Aber bisher war es hier ja auch noch nicht nötig. Wenn es denn doch mal notwendig wird, versuche ich ihr Dinge mitzuteilen, dass der Schiedsrichter es nicht merkt. Haben Sie spezielle Zeichen dafür? Gegen die heutige Gegnerin Magdalena Maleeva könnte Conchita erstmals Tipps gebrauchen. Denn die Bulgarin ist als Nummer 8 der Weltrangliste der erste wirkliche Prüfstand. Das wissen auch Gigi Fernandez und Carlos Kirmayr. Gestern musste Magdalena gegen Barbara Rittner zwar noch hart kämpfen, aber mit Conchita hat sie eine Rechnung offen. Wir haben schon dreimal gegeneinander gespielt in diesem Jahr. Ich habe jedes Mal verloren, aber von Mal zu Mal wurde es knapper. Vielleicht wird es heute ja noch besser. Damit es nicht besser wird, nutzten Carlos Kirmayr und Conchita Martinez kurz vor dem ersten Halbfinale die Möglichkeit, auf dem Center Court zu trainieren. Optimistisch ist die Spanierin sowieso. Ich spiele das vierte Mal in diesem Jahr gegen sie. Dreimal war ich die bessere und ich glaube, ich kann es auch diesmal sein. Sollte es klappen, wird sie wahrscheinlich wie bei der Players Night mit ihrer Freundin Gigi Fernandez feiern. Ja, und das könnte leicht passieren, denn sie ist natürlich die klare Favoritin, Conchita Martinez, die Wimbledon-Siegerin, die in diesem Jahr schon zwei Turniere gewonnen hat und wie gesagt im Augenblick in außerordentlich guter Form ist. Die Frage wird sein, wie geht es Magdalena Maleeva nach dem schweren Spiel gestern gegen Barbara Rittner? Das war ein hartes Stück Arbeit bis weit nach 20 Uhr. Wir werden es gleich sehen, kommentiert von meinem Kollegen Hans-Jürgen Pohmann. Viel Vergnügen. Vielen Dank, Gerd. Delling, wir kommen gerade zum richtigen Zeitpunkt auf den Center Court, denn Conchita Martinez und Magdalena Maleeva haben in dieser Sekunde den Hauptplatz hier am Hamburger Roten Baum betreten. Wir erwarten sicherlich eine interessante Partie. Favoritin Conchita Martinez, aber sie hat gestern Abend ein gutes Match und ein hartes Match bestreiten müssen, Magdalena Maleeva. Im Spiel gegen Barbara Rittner, da waren noch mehrere tausend Zuschauer da, bis kurz nach 20 Uhr. Magdalena Maleeva siegte knapp mit 7:6 im dritten Satz, also im Tiebreak. Und natürlich prima, dass Magdalena Maleeva gewann. Aber auf der anderen Seite bot da Barbara Rittner ihre vielleicht beste Leistung überhaupt. Und da war schon ein bisschen Pech auf der Seite von Barbara Rittner, dass sie hier in den entscheidenden Situationen nicht doch noch ein Quäntchen Glück hatte, denn sie fightete, sie kämpfte. Selten hat man die Barbara Rittner so engagiert gesehen. So, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zu Hause ist, meine Damen und Herren. Mein Bildschirm ist hier im Moment ausgefallen. Ich hoffe, dass bei Ihnen aber alles ankommt. Das ist das Wichtigste. Und wir sind gespannt auf diese Partie.
der Wimbledon-Siegerin, die hier das erste Mal am Hamburger Roten Baum ist, bislang keine Mühe hatte bei ihren glatten Erfolgen über Shobakova und gestern über Jana Kandar. 6:1, 6:0 hieß es da. Für Conchita Martinez, die eine Sandplatz-Spezialistin ist, oder sie galt zumindest als Sandplatz-Spezialistin, bis im vergangenen Jahr der sensationelle Triumph in Wimbledon gelang. Conchita Martinez, die an der Grundlinie fast alles kann. Und der Coach Carlos Kirmayr, der heute genau 51 Tage im Amt ist, der wird da noch zwei Sachen verbessern wollen, zum Beispiel das Flugballspiel. Aber machen wir doch mal ganz einfach etwas ganz anderes. Wir hören mal dem Stadionsprecher zu, wie er die Spielerinnen vorstellt. Dies ist Joe Braun im Übrigen, den Sie, meine Damen und Herren, immer von der Tagesschau kennen. Und erreichte die Semifinale unter anderem von Brisbane und Barcelona. In der Weltrangliste steht sie an 8. Stelle. In den Vorrunden besiegte sie Alexia Deschamps-Ballerre aus Frankreich und gestern in einem spannenden Viertelfinalmatch Barbara Rittner. Übrigens trafen beide Spielerinnen bisher 6 Mal aufeinander. Die Bilanz ist 0:6 für sie. Wir begrüßen Magdalena Maleva. Ihre Gegenspielerin, 23 Jahre, sie kommt aus Barcelona. Sie gewann in diesem Jahr die Turniere von Hilton Head und Amelia Island, war Halbfinalistin bei den Australian Open und stand im Finale von Delray Beach. Auch im vergangenen Jahr gewann sie Hilton Head, darüber hinaus die Italian Open, die US Hard Courts in Stratton und Wimbledon. Sie stand im Halbfinale der French Open in Houston und San Diego und im Viertelfinale unter anderem der Australian Open in Amelia Island und in Barcelona. Hier in Hamburg beim Citizen Cup spielt sie zum ersten Mal. In den Vorrunden besiegte sie Radka Srubakova und gestern Jana Kandar aus Deutschland. Sie steht übrigens wie Martina Hingis auch im Halbfinale des Doppelwettbewerbs. Wir begrüßen die Weltranglisten-Vierte Conchita Martinez. Und die Schiedsrichterin ist Anne Lasserre aus Toulouse. Magdalena Maleva, die jüngste der drei Maleva-Schwestern, Manuela, Katharina und Magdalena. Es hat es im Welttennis noch nie gegeben, dass drei Schwestern einmal unter den Top Ten waren oder sind auf der Weltrangliste. Magdalena Maleva nun derzeit sogar Weltranglistin 8. Und sie hat ebenfalls wie ihre beiden anderen Schwestern bereits die 1 Million Dollar Preisgeldgrenze überschritten. Eine unglaublich gute Erfolgsstory der Maleva-Familie. Früher ist ja auch immer die Mutter häufiger mitgefahren. Die ist im Moment hier nicht anwesend. Und anwesend ist dafür der Ehemann ihrer Schwester Manuela, nämlich François Franier. Er betreut hier die Magdalena bei diesem Turnier. Früher wurde sie ja im vergangenen Jahr noch von Pavel Loschel trainiert und betreut. Pavel Loschel, nicht nur ein ehemaliger Weltklasse-Spieler, sondern besonders bekannt geworden durch seine Trainertätigkeit zusammen mit Stefanie Graf. Stefanie Graf hier nicht dabei, das ist bekannt. Schade drum, sie möchte nicht zu viele Turniere in dieser Saison spielen. Sie will ihren Körper schon. Sie hat ja in den vergangenen Jahren immer unerhört viele Turniere gespielt, ist von einem Kontinent auf den anderen ohne Rücksicht auf ihren Körper hin und her geflogen. Das soll in diesem Jahr anders werden. Sie hat in diesem Jahr 4 Turniere gespielt
und hat keinen Satz verloren, alle vier Turniere erfolgreich überstanden und sie ist ganz klar Weltrangliste Erste, auch wenn das mal hin und wieder mit den Punkten im Moment noch ein bisschen eng sein sollte. Also, der Ehemann von Schwester Manuela ist hier, der Betreuer von Magdalena Maleva und Carlos Kirchmeier, den wir vorhin kurz vorgestellt haben, der ist hier an der Seite, am Platzrand, um Conchita Martinez ein wenig zu betreuen. Wir haben ganz kurz vor dieser Begegnung noch mit Carlos Kirchmeier gesprochen, früherer brasilianischer Davis Cup Spieler, um das auch noch einmal zu vervollständigen. Der meinte, mein Gott, was soll ich eigentlich der Conchita Barbing? Vom Grund her ist sie eine fast perfekte Spielerin, Conchita Martinez. Und wir werden versuchen, ein bisschen am Flugball zu arbeiten. Vielen Dank. Hier haben wir Carlos Kirchmeier, der ja im Übrigen schon eine ganze Menge Weltklasse-Spielerinnen betreut hat. Gabriela Sabatini, das hat er zweimal getan mit einer kurzen Unterbrechung. Und in dieser kurzen Unterbrechung kümmerte er sich dann mal zwischenzeitlich um Arantxa Sánchez Vicario. Dieses Trainerkarussell dreht sich ja auf dem Damen-Circuit doch enorm schnell, fast noch mehr als bei den Bundesliga-Trainern. Gibt es immer wieder Neugierde am Spielfeld dran, Carlos Kirchmeier. Er wird eins grundsätzlich versuchen zu ändern, im Gegensatz zu seinem Vorgänger, im Gegensatz zu Erik van Harpen. Der versucht ja immer, Conchita Martinez möglichst zum Training zu zwingen, noch mehr zu machen, noch mehr zu machen. Er will dies ein bisschen einschränken. Aber dann, wenn man auf dem Platz steht, so seine Vereinbarung mit Conchita Martinez, dann wird man wenigstens konzentriert auf dem Platz arbeiten. Also, genug der Vorrede. Wir freuen uns und konzentrieren uns auf das zweite Halbfinale des Tages. Erster Aufschlag, Spiel für Conchita Martinez. Auf geht's.15, 40, 15. Es ist relativ windig geworden auf dem Center Court. Magdalena Maleva hat noch Probleme bei ihrer Vorhand. 1-0 Führung für Conchita Martinez. 1-0 Führung für Conchita Martinez bei jetzt noch etwas sehr starkem böigen Wind. Aber bislang können wir hier am Hamburger Roten Baum bei dieser Damen-Tennis-Woche mit dem Wetter
absolut zufrieden sein. Fast immer optimale Bedingungen. Nun also das erste Aufschlagspiel von Magdalena Maljewa auf der schwierigen Seite gegen den Wind und gegen die Sonne. Hier Conchita Martinez diesen Stoppball von Magdalena Maljewa gesehen und dann schauen Sie mal die Vorhand an, da hat die Spanierin das totale Gefühl, kann mit diesem Schlag alles machen, diesmal kurz cross gespielt mit einem erstaunlichen Spin, 2:0, ein frühes Break also. Diesen Herrn haben wir übrigens vorhin angesprochen, das ist François Fournier, Betreuer hier von Magdalena Maljewa, arbeitet für den Schweizer Tennisverband und ist im Übrigen auch noch dazu der Ehemann von der Magdalena Maljewa. Was von der Schwester von der Magdalena Maljewa natürlich. Thank you.
annonciert hat da Magdalena Maljewal diesen Stoppball. Die Schlägerfläche wurde ein bisschen zu frühzeitig geöffnet. Schauen Sie mal hin. Ganz früh öffnete da die Bulgarin Schlägerkopf Conchita Martinez. Deshalb ohne Probleme bei ihrer Vorhand. Conchita Martinez hier im Moment zu Beginn dieser Begegnung die klar bessere Spielerin. Demzufolge führt sie auch völlig zurecht mit 3:0. Magdalena Maljewa muss sich etwas einfallen lassen. Sie ist im Moment ein bisschen zu passiv in ihrem Spiel gegen Conchita Martinez. Das sieht zwar vielleicht für den Außenstehenden nicht immer so ganz spektakulär aus, was Conchita Martinez dort anstellt auf dem Platz, aber jeder einzelne Ball ist absolut durchdacht. Eine perfekte Taktikerin, diese Wimbledon-Siegerin, die zudem ihr Spiel fast ausschließlich erst einmal über ihre Vorhand aufbaut. Gefährlicher Ball mit viel Spin, aber den sie trotzdem immer wieder treibt, diesen Schlag. Er ist nicht langsam. Thank you.
Das kann es eigentlich nur sein, aus der Sicht von Magdalena Maleber, auch wenn das nicht immer unbedingt ihr Spiel ist. Aber hinten an der Grundlinie wird sie ihre Schwierigkeiten haben gegen Conchita Martinez. Sie muss versuchen, sicherlich hier ein bisschen mehr Initiative zu zeigen. Es läuft nicht zusammen bei Magdalena Maleber. Sie hat überhaupt keine Einstellung, kein Timing für ihr Spiel gegen Conchita Martinez. Ja, erneut hat Magdalena Maleber ihre 40-15-Führung nicht ausnutzen können. 5:0 für Conchita Martinez.